Ich danke vor allen Dingen Alex und Rico, dass ihr gekommen seid und uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählt, was wir von euch lernen können. Ich habe ja gesagt, ich kenne dich schon seit langer Zeit, seit 1994 genau, als Trainer meiner Kinder und vor allen Dingen als Herzensmensch. Du hast das ja, davor hatten wir als Trainer den Herrn Pfeiffer, bekannt auch als Herr Schleifer. Der Ruf war nicht so der allerbeste, ein Hardcore-Trainer. Und dann kamst du und hast da das mit einer sehr liebevollen Art und Weise die Kinder trainiert. Das heißt, man braucht keinen Drill, um Höchstleistungen zu bringen, oder? Wie siehst du das, Alex? Ja, ich halte von Drill und Gewalt überhaupt nichts. Im ganzen kompletten Leben, auch im Privaten. Entweder bist du kompetent als Trainer und kannst deine Kompetenz konsequent durchsetzen oder halt nicht. Und wenn du es nicht kannst, dann gerätst du halt schnell an deine Grenzen und wirst ja laut und irgendwie unkommod, so dass es dann mit Kindern schon mal gleich gar nicht funktionieren kann. Rico, wie siehst du das? Du bist ja auch, wann hast du angefangen, Eiskunstlauf zu machen? Wie alt warst du da? 5 Jahre. Und natürlich jetzt auch eine lange Zeit, dann jetzt auch schon eine lange Zeit als Trainer. Und ja, also ich sehe das ähnlich wie Alex. Also ich sag mal so, wir sind ja aus dem gleichen System. Wir wurden trainiert, auf gut Deutsch, vielleicht mit auch ein bisschen mehr Drill. Und vielleicht haben wir beide uns dann auch gesagt, nee, wir machen es komplett anders. Und es geht, es funktioniert und es funktioniert gut. Das heißt, also Drill ist es nicht, was man braucht. Was man ja beim Eiskunstlauf, so kennen wir das ja schon, die Drachenmütter. Oh, Alex, war ich auch so eine Drachenmutter? Nein, du warst keine Drachenmutter. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du warst immer der Sonnenschein, wenn du in die Eiszeit gekommen bist. Du warst ja immer gut drauf. Drachenmutter ist ja jemand, der lange in sich die Problematik hochkochen lässt und dann explodiert wie ein Vulkan und unsachlich wird. Ja, das sind man muss Sachen. Bedenken, dass man tatsächlich so auf dem Eis schon eine ganze Weile steht. Also wenn man so eine Eislaufmama ist, wir haben schon täglich 4 bis 5 Stunden an der Eisbahn, an der Bande und in der Eishalle verbracht. Das ist eine lange Zeit und da hat man viel Zeit, sich in das Thema reinzusteigern. Ist es so, Rico und Alex, dass es schwieriger ist, mit den Eltern zu arbeiten als mit den Kindern? Sind die Eltern schwieriger als die Sportler? Teilweise. Das kommt ganz drauf an. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht so pauschalisieren. Also, ja, und also, wenn du manchmal ein paar Eltern hast, die vielleicht so übers Ziel hinausschießen, dann denke ich, sind wir doch ganz gut, die wieder einzufangen. Ja. Rico, du hast ja was ganz Cooles gemacht, also zumindest mal finde ich sehr cool. Ich weiß ja nicht, wie es dann letztlich war. Du warst im Fernsehen und hast da den Stars Eislaufen beigebracht. Wie war das denn? Boah, das war eigentlich ganz spannend, weil die können es ja wirklich nicht. Also die fangen halt total von null an und sind aber sehr ambitioniert da. Ich meine, es ist halt eine Fernsehsendung und das ist denen ihr Leben sozusagen. Und die geben sich da echt Mühe und wenn da, sag ich mal, jetzt in so einem Monat Training kommt da echt viel bei raus. Also das denkt man gar nicht. Ja, da war ich schon wie ein bisschen beeindruckt. Also daran können wir es, glaube ich, mal ganz gut festmachen, was man braucht, um Leistung zu bringen. Also nicht nur Höchstleistung, das kann man natürlich als Erwachsener nicht mehr. Da muss man schon klein sein, um Höchstleistung zu bringen auf dem Eis. Aber was mussten denn die Leute, die jetzt da so Quereinsteiger waren und innerhalb von wenigen Wochen da Leistung bringen, was mussten die für Kompetenzen mitbringen, um zur Höchstleistung zu kommen oder zu einer guten Leistung zu kommen? Also ich glaube, das Wichtigste ist immer Vertrauen. Ist ja schon sehr glatt bei uns und schon sehr, also wenn man nur drüber nachdenkt und nicht aus dem Metier kommt, kann man sich vorstellen, oh Gott, das kann gefährlich werden. Und ich glaube, da ist Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Komponente.
Ja. Das finde ich schon mal ganz toll und das ist schon das erste Wort, was wir uns, glaube ich, auch schreiben sollten, denn Vertrauen ist auch das, wenn wir jetzt zum Beispiel Trainer sind oder etwas anbieten, das auch unsere Kunden in uns haben müssen, denn sonst werden sie nicht buchen. Also Vertrauen, schon mal wundervoll. Was müssen Sie noch mitbringen? Naja, den Ehrgeiz halt. Also ich meine, wenn man sich da buchen lässt für so eine Show, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Sag ich mal, da hat man wahrscheinlich schon vorher mal drüber nachgedacht. Und ja, und ich glaube schon, dass man dann, da gibt es ja dann auch einen Sieger. Ne? Also man fällt ja raus. So die typische, weiß nicht, erste Runde, zweite Runde, dann fallen immer mehr raus. Und ich glaube, das steigt dann auch so ein bisschen, wenn man merkt, ah, man kann da vielleicht auch gewinnen, der Ehrgeiz und von Show zu Show. Und ja, das war toll eigentlich. So. Cool, also Spaß auch? Natürlich, natürlich war das spaßig. Ja. Okay, wir haben Ehrgeiz, Vertrauen und Spaß. Alex, wie sieht das aus, wenn man jetzt wirklich Olympiasieger trainieren möchte? Was sind das ähnliche Komponenten oder ist da nochmal was anderes? Ich war jetzt kurz draußen, weil mich gerade Aljona anrief und dann war der Ton weg. Deswegen habe ich mich noch eingewählt, aber die letzten zwei Minuten gar nicht so richtig zugehört. Das heißt, Aljona kommt vielleicht auch noch dazu? Nee, ich glaube nicht. Die ist in den USA. Okay. Hat dort wahrscheinlich gerade andere Dinge zu tun. Aber wir haben gerade gesagt, dass Rico, als er da die Stars trainiert hat, um da wenigstens so ein bisschen einen brauchbaren Auftritt zu haben, dass die ihm vertrauen mussten, dass die Ehrgeiz gebraucht haben und dass es Spaß machen musste. Sind das auch die Faktoren, die ein Olympiasieger braucht? Oh, natürlich. Das sind nicht die einzigen, aber es wäre nicht schlecht, wenn die mit dabei sind. Ne? Was du in dieser Phase des Leistungssports brauchst, ist natürlich unbändiger Wille. Mhm. Der darf dich im Prinzip nichts aus der Bahn werfen. Du brauchst Nerven aus Stahlseilen und du brauchst natürlich auch diese Fokussierung, ne? Dieses Fokussieren auf dieses Ziel hin. Und das, glaube ich, ist neben dem Spaß und neben der Freude und neben dem Vertrauen und was wir da jetzt schon gehört haben, das Entscheidende. Und da trennt sich, glaube ich, auch die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, an einer Aufgabe sich festzubeißen. Jetzt trainiert ihr ja Paare. Ich durfte ja auch mal bei euch besuchen, weil es gar nicht so einfach ist. Wenn die Paare untereinander müssen ja auch sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Was kommt denn da noch hinzu beim Paarlauf, wenn ihr es vergleicht mit euch, als ihr beide noch einzeln gelaufen seid oder auch Einzelläufer trainiert habt? Was sind das für Komponenten, die dann auch ergänzend dazukommen? Die Komponente, die wir im Paarlaufen haben, auch so abwegig es klingen mag, aber es ist Teamgeist. Es ist Teamgeist, es ist der Wille, mit seinem Partner das zu schaffen. Und wir haben, ich sag mal, im Fußball redet man ja auch mal von Teamgeist und so weiter und so fort. Da hast du einen Coach, der mit der Mannschaft ein Ziel anstrebt, hat aber zugleich noch eine Ersatzbank oder mal 5, 6 Spieler dort sitzen für den Fall der Fälle und das haben wir nicht. Wir haben eine Partnerin oder einen Partner ohne Ersatzmann. Und das heißt, du gehst also durch dick und dünn in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und da musst du auch lernen, diese soziale Kompetenz, wie man immer schön sagt, dieses Mitnehmen, dieses Kommunizieren über die Problematik, die ansteht, dieses Ehrlichsein, dieses Glaubwürdigsein, all diese Dinge kannst du auf Dauer nicht schaffen, wenn du das nicht hast. Ne? Also du brauchst wirklich diesen Glauben an diese Sache und dann auch diese Ehrlichkeit in dir, um dort gemeinsam diesen weiten Weg zu gehen. Es ist ja nicht so, dass du im ersten, zweiten Jahr dort schon die Erfolge mitnehmen kannst, sondern es kommt dann in der Regel erst so ab dem 6., 7. Jahr sind dann so Erfolge nachzuweisen in der Regel. Ja,
Und dann sind die, müssen die ja auch oft auch Liebespaare spielen und sind dann keinesfalls ein Liebespaar. Oder doch, Enrico, du hast dich tatsächlich ja in deine Partnerin verliebt, dann in Colleen Fernandez. Also zumindest ist das das, was man in der sofort lesen kann, wenn man dich googelt, dass du ihr euch verliebt habt. Ist das durch das Eis entstanden? Also ist diese Nähe, die man da hat, schon so auch, die, führt das zu einer emotionalen Nähe? Ja, das kann schon passieren. Also ich sag mal so, man ist ja mit der Partnerin eigentlich mehr zusammen den ganzen Tag über als mit jedem anderen Menschen dann in dieser Phase. Und dann kann sowas natürlich schon entstehen, wenn das da funktioniert. Ja. Aber auch das Gegenteil, wir hatten ja dann auch bei den Paaren, die, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch dann manchmal schon auch ein bisschen ein Gezicke. Gezicke ist auch normal auf dem Eis, oder? Wie ist das? Weil man hat ja auch, es passieren ja auch blöde Dinge, die auch echt wehtun. Ne? Also angenommen, der Mann hebt eine Frau und irgendwie reicht die Kraft nicht und die rutscht ihm ab, dann ist das natürlich auch gleich schmerzhaft. Und dann kommt es da auch oft so zu Streit, oder? Ja, das passiert. Alex? Ja, da gibt es natürlich große, also das ist, die Bandbreite ist sehr breit. Ne? Es geht von der Fliege an der Wand, die irgendeinen stört, bis hin zu zerschlagenen Gesichtsschädeln, wo einfach mal die Nase wegdrischt und das Jochbein gebrochen ist und dann im Krankenhaus. Ja, oder aufgeschlitzte Oberschenkel, sich von dem Schlittschuh, der Zacke dreht sich dann mal so in die Bauchdecke rein. Ja, da geht's ja auch ganz so. Ja, also da gibt es... Acht Schichten genäht, wow. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Da muss man dann auch, ja. Aber wie ist das für euch als Trainer? Also wenn dann so Schwierigkeiten sind in der, auf der emotionalen Ebene, dann ist das ja für euch nicht leicht, von außen da auch Leistung zu verlangen, oder? Ja, das geht nicht. Müsst ihr auch gleichzeitig Psychologen sein, ihr Trainer? Definitiv. Du bist natürlich auch Psychologe, ganz klar. Du erkennst die Zeichen recht früh, die die Kinder entsenden, und dann musst du darauf reagieren. Wenn du es nicht machst, lässt es einfach laufen und dann gibt es die Explosion, früher oder später. Ja. Also ich habe jetzt mal an Begriffen aufgeschrieben, Vertrauen, Ehrgeiz, Spaß, Wille, Fokus, Teamgeist. Jetzt haben wir noch das Thema Kommunikation. Und was würdet ihr denn sagen, welche Fähigkeiten braucht man dann als Trainer? Also wenn man jetzt denkt, der muss auch noch Psychologe sein, was muss ein Trainer, der Hochleistungssport trainiert, was muss der mitbringen? Sind das die gleichen Faktoren, die man so als Sportler hat? Naja, auf alle Fälle. Ja, Rico, schieß los. Ja, ich glaube, da kann man auch ein bisschen differenzieren. Also, wenn wir jetzt uns beide mal nehmen, ich bin ja eher so für den Nachwuchs zuständig und der Alex ist ja eher dann so für die, sage ich mal, schon erwachsenen Sportler zuständig. Wenn man das dann vielleicht mal ein bisschen unterscheidet, dann ist es ja so, dass du ja auch so einen Sportler entwickelst oder so ein Paar entwickelst. Und ich sag mal so, in dieser Phase, wenn die da in ihrer Pubertätsphase sind, dann ist es sehr, ja, stellenweise sehr emotional. Und da muss man halt schauen, dass man irgendwie immer wieder die Fokussierung auf die Sache legt und nicht so immer dieses Emotionale abrutscht. Und das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, den die Kinder da durchlaufen und eigentlich da auch ein bisschen geschult werden. Ja, also wenn man jetzt so von diesem Nachwuchs, ja, man kann das da gut, wenn man da gut ist, auch als Trainer, glaube ich, dann kann man das gut auch irgendwie mitentwickeln, sodass es dann halt im, sage ich jetzt mal, im Hochleistungssport dann halt auch sinnvoll ist, sich dann wirklich auf die Sache zu konzentrieren und nicht ständig auf irgendwelche Emotionalitäten. Ja, da hast du sehr recht. Was ich so erlebt habe, als meine Mädchen so in der pubertären Phase waren, wenn der Körper sich auch komplett verändert, dass dann solche Sprüche von Trainern, niemals von Alex natürlich, aber von anderen Trainern so, schau mal die Kleine an, die kann das noch und du kriegst gar nichts mehr hin, dass das auch immer der Moment ist, wo dann
Kinder aufhören mit Eiskunstlauf, weil sie merken, dass dann irgendwelche Dinge im Körper nicht mehr funktionieren und dann noch hinzu kommt, dass die Hormone verrückt spielen in der Pubertät. Wie schafft ihr es denn da, auch da die Kinder über diese Phase hinüber zu tragen? Aber ich glaube, das ist gerade das, was du angesprochen hast, Ariane, ich glaube, das ist gerade das Problem. Wenn der Trainer die Mittel verliert, wenn er seine Mittel nicht mehr Herr ist, wenn er also anfängt zu schleudern, dann passieren solche Sätze, dann passieren verletzende Worte, dann Ungerechtigkeiten oder man wird dann wirklich auch unsachlich. Und das passiert ja in der Regel dann, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und das ist dann immer schade. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir Trainer einfach auch immer weiter uns entwickeln müssen, weil die Zeit, in der wir leben, verändert sich. Die Problematik, die wir heute haben, die hatten wir 1996 in Stuttgart noch nicht. Ne? Ja. Und somit müssen wir auch immer cool mit der Zeit gehen, schauen, was die Kinder so toll finden und diesen Einfluss dieser tollen Dinge, die auch vergänglich sind, aber die spielen halt eine große Rolle in der Entwicklung. Ja, ich glaube, dass eben da das Problem dieses Vergleichens war. Und Vergleich ist auch etwas, was uns jetzt in unserer Branche beruflich überhaupt nicht gut tut. Also dieses immer sich vergleichen und sich messen, anstatt selber zu gucken, wo stehe eigentlich ich und wo will ich hin. Und die Kinder mehr in ihren Fähigkeiten zu bestärken und zu sagen, die Kleine kommt schon auch noch in die Pubertät, warte mal ab. Ja. Die Einzigartigkeit eines jeden Kindes oder eines Paares oder dieser Paarung, die Einzigartigkeit, die darfst du halt nie vergleichen mit einer anderen, so wie du das gesagt hast. Ne? Also die Einzigartigkeit finde ich auch nochmal ein ganz, ganz schöner Begriff, denn auch beim Eiskunstlaufen muss man ja einzigartig sein. Da muss ja ganz viel zusammenkommen. Also wenn man mal schaut, so bei einer Eiskunstläuferin wie Aljona, was bringt die denn an Besonderem mit? Ich meine, ich denke, vermutlich gibt es ganz viele, die Ehrgeiz, Vertrauen, Spaß, Wille, Fokus, Teamgeist, Kommunikation und auch noch vielleicht auch noch Talent haben. Aber was hat sie so besonders gemacht? Was hat sie so einzigartig gemacht? Als ist ja schon wirklich eine Ausnahmesportlerin, oder? Naja, da hast du recht. Also manche Dinge, die hast du. Das hat die Natur dir gegeben. Sie hatte eben auch einen perfekten Körper für diese Sportart. Die richtige Größe, die richtige Power. Die hatte Kraft, unbändige Kraft. Das ist unglaublich, was Aljona für eine Kraft hatte. Mhm. Das würde ich jetzt mal nicht nur ihrem Papa als Gewichtheber zuschreiben, dem Training des Papas natürlich ein wenig, aber sie hatte auch wirklich Muskulatur, wo du oder ich vielleicht gar keine haben. Komm! Es ist schon auch Talent. Und dann, wenn wir uns daran erinnern, wenn sie auf die Eisbahn gekommen ist und sie hat eben dann auch diesen Flow, dieses über die Eisbahn Schweben. Mhm. 2-3 Mal ist sie dort ins Knie, hat abgestoßen und hat da ein Tempo. Wow, so, das sind Dinge, die haben die wenigsten. Das ist das Talent, von dem wir sprechen. Aber da sie eben auch noch diesen Fleiß hatte und diesen unbändigen Wille, erfolgreich zu sein, hat es dann bei ihr mit dem Talent und dem nötigen Fleiß gepasst. Sehr schön. Wann erkennt man denn sowas? Also wie schnell erkennt man, dass man da so ein Ausnahmetalent hat? In welchem Alter, würdest du sagen? Da bin ich vorsichtig, weil wir haben schon so viele Talente hochgelobt, die dann tief gefallen sind. Und wir haben aber auch schon Sportler gehabt, die hinten raus so, naja, ich denke mal an unseren Freund Ulf Wilhelm Böckeler. Mhm. Weißt du noch? Ja. Dass das so eine Rakete hinten raus war. Ja. Und keiner wollte ihn haben, jahrelang zuvor. Und dann mit dreifach Achsel und dreifach Kombination. Was hat ja alles noch Tolles gelernt? Ja. Also da bin ich immer vorsichtig. Das hat immer was mit der Mischung zu tun, ne? Toll. Das ist ein Cocktail. Ja. Ja. Und da ist keiner so schlau und kann sich hinstellen und sagen, das wird nichts.
Oder daraus mache ich einen Weltmeister. Das ist ja alles Quatsch. Was ich bei meinen Töchtern beobachte, was ihnen der Leistungssport gebracht hat, ist auf jeden Fall auch durch tiefe Täler durchzugehen und nicht immer gleich aufzugeben. Weil beim Eiskunstlaufen kommen die Einbrüche, oder? Es ist jedem von euch auch als Sportler so gegangen, oder? Wie war es bei dir, Rico? Hattest du auch mal Phasen, wo nichts ging und wo Dinge, die eigentlich schon gingen, plötzlich nicht mehr gingen? Oh ja, die haben wir alle auf jeden Fall. Und bei uns im Paarlaufen war es ja dann oftmals so, dann hattest du keine Partnerin. Mhm. Und hast vielleicht auch mal eine Saison ohne zubringen müssen und musstest dich ja trotzdem fit halten, weil du ja eine neue haben wolltest und dann kannst du ja nicht gehen lassen. Ja, und dann, das sind schon so Phasen, die einen prägen, wo man trotzdem dranbleiben muss, die Hoffnung nicht verlieren und ja, aber die machen einen dann schon hinten raus stark, das muss man sagen. Genau das glaube ich nämlich auch, weil, also ich glaube, alles, was ihr bis jetzt genannt habt, das brauchen wir im Business auch. Wenn wir, also fangen wir mal an. Vertrauen, ganz wichtig. Wenn wir das nicht haben, kann keine Kundenbeziehung entstehen. Wenn wir nicht eine gesunde Portion Ehrgeiz haben, werden wir nie ein Unternehmen oder auch nur ein kleines Unternehmen aufbauen können. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir keinen Spaß an der Sache haben, dann werden wir irgendwann das wieder aufgeben, wenn es uns keine Freude macht. Wenn wir nicht den Willen haben, etwas zu erreichen, werden wir es nicht erreichen. Wenn wir keinen Fokus haben, werden wir das Ziel nicht vor Augen haben, wird es nicht funktionieren. Wenn wir nicht miteinander sind, wird es nicht funktionieren. Wenn wir nicht kommunizieren, wird es nicht funktionieren. Wenn wir nicht einzigartig sind, werden wir uns nicht vom Markt abheben. Wenn wir keine Power haben, werden wir es nicht schaffen, Dinge auch wirklich dann hinterher zu erreichen und auch umzusetzen, in die Handlung zu kommen. Und wenn wir nicht auch mit Flauten umgehen können und aus tiefen Tälern, wenn wir dann immer gleich sagen, oh nee, hat keinen Sinn, lass ich wieder, versuch's nächste, dann werden wir nie wieder erleben, wie es ist, aus einem Tal rauszukommen, denn das ist ja etwas sehr Schönes, wenn es dann wieder läuft, oder? Wenn dann plötzlich der Sprung wieder geht, der ganz lange nicht ging, oder wenn plötzlich die Partnerin wieder da ist, eine neue Partnerin ist und man wieder loslegen kann und sich die ganze Mühe gelohnt hat, sich das Dranbleiben, ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder? Naja, klar. Haben wir noch irgendwas? Ja, das hast alles schön auf den Punkt gebracht. Fehlt noch irgendwas? Konzentration, auch noch so ein Punkt, oder? Ja, natürlich, aber es passt ja damit hinein in den Tenor. Ja. Ich finde aber auch mal interessant zu diskutieren, was uns aus dem Konzept bringt. Wo wir jetzt auch so ein bisschen, wenn ich das auf dem falschen Fuß erwische, dann bringt uns ja doch auch immer was aus dem Konzept. Beschreibt mal, wie wäre das bei euch auf dem Eis zum Beispiel? Naja, da kann ich jetzt nur persönlich vielleicht was preisgeben. Mich bringt also aus dem Konzept Ungerechtigkeit. Weißt du, wenn so wirklich Leute was behaupten, was nicht wahr ist. Nur um persönlichen Vorteil vielleicht zu ergaunern. Ist ein Gegeneinander, also gegen einen anderen Sportler oder gegen eine andere oder einen Funktionär oder ich persönlich. Sowas. Unter der Trainer. Du hast mein Kind schon so und so viel mal keine Kür laufen lassen. Du übst mit dem anderen Kind den Achsel und mit meinem nicht. Ja. Meinst du sowas? Nein, sowas meine ich nicht. Das geht ja doch eher in die Richtung Eislaufmutter. Okay. Ob das dann stimmt oder nicht stimmt, ist ja auch immer eine Auslegungssache. Vielleicht tut es ja deiner Tochter gerade gut, keine Kürze laufen. Das sieht aber der Trainer und nicht die Eislaufmutter, in Anführungszeichen. Nein, ich meine jetzt so etwas, wenn man hintenrum etwas erzählt über Dritte, so nach dem Motto, das ist du, der Trainer da drüben, der kann alles, aber kein Axel. Ah, okay. Der kann alles, aber kein Axel. Geh nicht zu dem, wenn du Axel lernen willst. Okay. Da kommst du besser zu mir. Okay, oh. Sowas, ja. Also Konkurrenzgetue. Oh ja, Konkurrenz, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Den brauchen wir unbedingt auch. Ja.
Das ist, Konkurrenzdenken ist wirklich schwierig. Also auch unter Sportlern schwierig, aber unter Trainern bestimmt auch schwierig. Na eben, wenn es ums Geld geht, du, da geht manchmal die ganz schön die Post ab. Ne? Da bist du mit einem Sportler verabredet, und zwar 11 Uhr, ja, und dein Kollege fängt diesen Sportler 10 vor 11 ab und macht ihm ein besseres Angebot. Krass. Und dann siehst du ihn 11.30 Uhr bei ihm trainieren. Oha. Was sagst du denn dazu? Sowas ist alles passiert. Alles passiert, alles erlebt. Und das, finde ich, ist ungerecht. Ja. Ja. Und was ich auch ungerecht finde. Unloyal auch. Also das ist, ja, das natürlich. Zutiefst. Ich meine, ich hätte dem Sportler auch gegen das Schienbein treten können, ja, aber nun, die Kollegen insbesondere. Ne? Erlebst du solche Sachen auch, Rico? Also so Ungerechtigkeiten und gegenseitiger Neid? Und also ich bin auch ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Ich muss aber dazu sagen, also dass mir das so in dieser Art und Weise wie Alex jetzt noch nicht so passiert ist. Also es natürlich passieren so Sachen, aber ich bin da relativ, glaube ich, frei. Und dieses Freie hat sich dann hat mir sich dem das andere gar nicht so, wie kann man das denn sagen? Also ich sage mal so, dadurch, dass ich da so frei sein kann, ist es mir wahrscheinlich irgendwie noch nicht passiert. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es die Erwachsenen sind, oder? Dass so dann der Leistungsdruck noch mal ein höherer ist. Ja, also ich bin ja jetzt in Berlin Trainer. Ich glaube, dass das dann trotzdem noch ein bisschen anders ist in Berlin oder anders war, als vielleicht Alex das jetzt da erlebt hat. Also vielleicht in Stuttgart war oder in Oberstdorf oder wie auch immer. Ich glaube, das hat dann damit vielleicht auch ein bisschen was zu tun. Ja, das hat damit was zu tun. Da geht es dann eben auch um finanzielle Sicherheiten. Ne, wenn du freiberuflich tätig bist und du musst dir die Eisbahn mit 5, 6, 7, 8 Kollegen teilen und manchmal ist der Kuchen halt sehr dünn zu gewissen Jahreszeiten, dann passieren solche Sachen. Schrecklich. Ja, schrecklich. Auch das passiert alles im Business auch. Genau. Das ist auch alles typisch Business. Haben wir noch einen? Ariane, ich finde, das ist der spannende Punkt. Der Rico sagt, er ist da frei von sowas, ihn juckt das nicht so. Ja? Weil er angestellt ist. Nee, wenn der Rico jetzt auch freiberuflich tätig wäre, müsste man das mal testen, ob ihn das dann ein bisschen mehr juckt, wenn es ans eigene Portemonnaie geht. Oder, also ich persönlich hatte damals echt ein Problem. Ich musste das erstmal für ein paar Tage verdauen, diesen Umstand. Weil mich hat das ja täglich eingeholt, 2, 3 Mal am Tag, habe ich dann den Kollegen mit dem Sportler gesehen und stand auch auf der Eisbahn, hat auch zu tun gehabt, arbeitslos war ich deswegen nicht. Aber ich muss das erstmal verkraften, das ist ein Kollege. Hast du das angesprochen? Bist du hingegangen und hast gesagt, du, pass mal auf, das ist eigentlich mein Sportler? Ja, das habe ich getan und habe die nächste Lüge aufgetischt bekommen. Die nächste Lüge, die ich natürlich erstmal nicht widerlegen konnte, sondern erst später konnte ich dann erfragen. Und es war eben nicht so. Es war die nächste Lüge. So. Und das sind Kollegen, wo ich dann wirklich guten Tag natürlich sage und auch mich erkundige, wie geht's, aber oft die Antwort dann kaum abwarte. Ich bin nicht unhöflich oder nicht unnett, aber ich möchte ihm dann auch wirklich mit Distanz weiterhin entgegentreten. Das ist mir meine Konsequenz. Also im Business ist das ganz ähnlich. Es gibt diejenigen, die erkennen, dass man gemeinsam wirklich viel, viel mehr erreichen kann. Dass es nicht keine Konkurrenz gibt, sondern nur Mitbewerber. Und dass man, wenn man an einem Strang zieht, dass man dann viel, viel mehr erreichen kann und auch also bessere Leistungen bringen kann, besser vorankommt und auch, auch finanziell letztlich, glaube ich, besser steht, wenn man sowas nicht macht. Aber dieser Neid und dieser Missgunst ist in manchen Menschen einfach sehr stark verwurzelt. Ja, auf dem Eis steht man ja sowieso sehr alleine und das ist auch nochmal spannend für viele von uns. Da ist man wirklich sehr sichtbar. Also muss es ja aushalten, alleine auf dem Eis zu stehen und die gesamte Halle guckt auf einen, auch die Konkurrenz, auch die sich wünschen, dass man fliegt.
Und die Preisrichter und der Trainer und die ganzen Zuschauer, genau. Die gesamten Blicke um einen herum und dann dieser Leistungsdruck. Wie erlebt ihr das? Wie unterstützt ihr das, diese Bereitschaft, sich zu zeigen? Ja, das musst du haben oder musst es lernen? Kann man es lernen? Ja, man kann es lernen. Ich habe es gelernt. Ich habe Videos von mir angeschaut, da war ich 13, 14 Jahre alt. Ich bin gelaufen wie ein steifer Stock, habe eine Miene nicht geändert von Anfang bis zum Ende. Es war eigentlich fürchterlich. Und wenn ich dann die Programme 10, 15 Jahre später angeschaut habe und ich so ein bisschen auch die Mimik einsetzen konnte schon, also auch gezeigt habe, dass ich das gerne mache. Also ich glaube, das kann man lernen. Ja. Sehr cool. Rico, wie war denn das, als dann das Fernsehen da war und die Filmkameras und dann auch noch irgendwie auf deine Beziehung, die Bildzeitung scharf war, und wie hast du denn das dann erlebt? Also ich sag mal so, das hat dann schon sehr geholfen, dass du als Sportler, habe ich ja trotzdem ein paar Jahre da zumindest also regional stattgefunden, sage ich jetzt mal so. Dann konnte man sich da schon ein bisschen, also es war nicht ganz neu, ja. Aber ich muss da auch sagen, also ich habe dann da auch relativ schnell rausgefunden, was einem, sag mal, was einem seiner Persönlichkeit entspricht. Und ich muss sagen, dass es eher nicht so meins ist. Also ich habe rausgefunden, dass ich jetzt nicht so der rote Teppich-Typ bin und mich gerne in den Vordergrund dränge, sondern dass ich doch eher dann so, ja, mehr der Mann im Hintergrund sein möchte. Ja. Das war eine, deswegen war eine bist du heute mit dabei, Rico. Ja, ja. Was hast du gesagt, Alex? Ich habe gesagt, deswegen ist Rico heute mit dabei. Ja. Weil er auch einen Ansporn braucht, um das anzunehmen. Und das ist eine schöne Runde heute hier. Wir haben ein tolles Thema und ich finde auch, dass ja, das ist toll, dass du dabei bist. Also, das ist sehr cool. Ich glaube, der Rico ist trotzdem einer für den roten Teppich, oder? Was sagst du, Marianne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Ich fand auch das Format wirklich faszinierend, was du da rausgeholt hast mit deinen Kollegen aus diesen völlig fachfremden Menschen und da die Geduld. Oh, Geduld ist auch noch ein Thema, glaube ich, was man als Trainer zumindest auf jeden Fall sehr stark braucht, aber als Sportler schon auch. Ne? Ja, zweifelsohne Geduld, das ist klar. Ich würde jetzt gerne mal weg von den tiefen Tälern, von den Abgründen hin zu den Sonnenseiten. Wenn wir jetzt mal schauen, in euer Business, das, was von den Themen, die wir jetzt hatten, könnt ihr direkt für euch nutzen im Business? Was würdet ihr denn sagen? Also abgesehen von den Schlagworten, sondern mal richtig, um mal in die Tiefe zu gehen. Was nützt euch das, wenn ihr das so gehört habt? Wie kann euch das weiterbringen? Ich kann mich erinnern, da war ich relativ jung, da gab es ein Auto, was vor mir fuhr, und da war ein Aufkleber hinten drauf. Da stand: Als Kunstläufer sind die besseren Menschen. Ich dachte mir, was ist das denn? Ja, für ein Quatsch. Und irgendwie habe ich das nicht losgelassen. Und wenn ich jetzt meine ganze Kindheit reflektiere, was dieser Sport mit mir oder aus mir gemacht hat, natürlich im Package mit meinen Eltern, im Package mit meinem Bruder, mit Zusammenarbeit mit meinen Freunden und Bekannten, natürlich alles mit eingerechnet, aber der Sport hat mich gut gelenkt und gut geführt zu den Dingen, die wir alle brauchen, egal in welchem Business wir tätig sind. Ich finde, dass wir in dem Sport gute Eigenschaften gelehrt bekommen haben. Das ist toll. Die wir heute noch profitieren können. Ja, das ist toll, wie du das sagst. Magst du es nochmal näher sagen, was es so da ist? Was für dich persönlich? Was ist das, was dich zu einem guten Menschen da gemacht hat? Oder einem besseren? Es sind,
insbesondere, was ich finde, sind es halt auch die Zweifel, die man in sich trägt, die dich jetzt nicht wie eine Rakete nach links und nach rechts rausballern, weil du jetzt Trainer der Olympiasieger bist, ja, und jetzt machst du alles richtig und schießt alle links und rechts platt. Ich finde, da habe ich so Zweifel in mir, die mich dann wieder zurückholen auf den Boden, wo ich das als Sportler einfach auch erlebt habe. Ich habe mal eine Strecke gehabt als kleiner Bub, wo ich wirklich von einem Sieg zum anderen Sieg gelaufen bin. Und mein Vater hat mich dann mal zusammengenießt und hat mir das klar gemacht, dass ich hier mit beiden Füßen auf dem Boden stehen soll. Und schwuppdiwupp hat es dann natürlich auch die nächste Niederlage gleich an der nächsten Ecke gegeben, wo ich dann sehr traurig war, dass ich nicht gewonnen habe, ne? Und das verarbeiten musste und habe mich dann an die Worte erinnert. Und es sind so Sachen, die dich dann auch prägen, ne? Dass also wirklich auch, es hängt ja von so vielen Faktoren ab, ob du jetzt auf der Siegerstraße bist und gewinnst oder ob du vielleicht doch irgendwo noch ein Hindernis zu überwinden hast, was dich daran hindert, auf der Siegerstraße zu sein. Klasse, danke dir, das ist sehr schön. Rico, wie siehst du das? Sind die Eiskunstläufer die besseren Menschen? Nein, ich glaube nicht. Aber wir sind schon ein guter Schlag Mensch, sage ich jetzt mal. Und eigentlich wirken wir immer von außen immer, wenn man uns nicht persönlich kennt, wirken wir sehr arrogant, aber das liegt an unserer, wie sagt man, eleganten Körperhaltung. Ja, genau. Genau, das sieht dann von, wenn wir so den Raum betreten, denken manche bestimmt, also die jetzt nicht so mit so künstlerischen Berufen zu tun haben, die denken sich, oh Gott, was ist das für ein arroganter Fatzke? Aber wenn man uns da näher kennenlernt, merkt man, dass wir wirklich tolle Menschen sind. Ja, das seid ihr wirklich. Das seid ihr wirklich. Antje. Ich habe mal eine Frage, wie ist denn das, wenn man so am Höhepunkt seiner Karriere ist? Ja, natürlich, okay, man sieht es vielleicht auch erst aus der Retrospektive, wo ist eigentlich der Höhepunkt oder wann ist er denn gewesen? Aber wie ist denn das so oder was hat man so im Kopf? Wie geht man denn eigentlich mit der Zukunft um, ja? Wenn man schon ganz viel gewonnen hat und hat man Angst dann irgendwann nicht mehr zu gewinnen oder nicht mehr im Rampenlicht zu stehen? Wie ist denn das? Wie geht man mit der Situation um? Ja, sehr eigenartig ist dieses Gefühl. Ich schütze mich gerade davor, indem ich kein eigenes Paar betreue. Somit muss ich mich jetzt nicht mit den Siegen und Niederlagen so stark auseinandersetzen, als wenn du jetzt ein Team betreust, wo du jetzt als Trainer vorne dran stehst. Ich bin für alle und alles verantwortlich, das bin ich gerne. Und ich finde diesen Zustand, den ich jetzt nach diesem Olympiasieg 2018 einnehme, bin ich sehr, also sehr friedlich für mich. Ich habe jetzt nicht diesen Drang, irgendwie mich wieder bestätigen zu müssen oder irgendwie mit dem Paar jetzt nochmal Gas zu geben, um dieses Level zu halten. Das finde ich ganz befriedigend eigentlich. Ich bin auch ganz froh über die Situation, muss ich sagen. Du bist jetzt als Bundestrainer für die Trainer zuständig oder bist du trotzdem auch noch für die Sportler zuständig? Ich bin für die Trainer und für die Sportler zuständig. Das, die Aufgaben und die Zielstellung und das, was gemacht werden muss, funktioniert und dass wir das alle auch gerne machen und dass wir auch dann dabei vorwärts kommen, das ist meine Aufgabe. Die Kräfte zu bündeln, da wo Paarlaufen in Deutschland existiert, das zu unterstützen. Und vielleicht auch da, wo es nicht existiert, etwas entstehen zu lassen. So, das ist meine Aufgabe gerade und das mache ich sehr, sehr gerne. Trotzdem dieser Moment in der Kiss and Cry Corner, als die Punkte kamen, der war schon wahrscheinlich schon krass, oder? Ja, der war überwältigend. Was man vielleicht jetzt mal so sagen darf, ist, das Beeindruckende daran war die Stille. Die ganze Halle hat getobt und für mich war Stille.
Ruhe, angekommen zu sein, den Job gemacht zu haben. Und zwar so, dass man sagen kann, ja, besser hätte es nicht laufen können. Das hat ein unerhörtes Gefühl der Ruhe ausgestrahlt. Das war sehr schön zu genießen. Und bist du danach in den Keller gesunken? Ist ja manchmal so, wenn du ganz, ganz oben bist, dass du dann so... Nee. Das gar nicht. Nee. Wir konnten dann gut miteinander feiern. Man hat sich dann auch irgendwie, lief das alles dann von selbst. Da waren dann andere für zuständig wahrscheinlich, dass das wie von selbst läuft. Nee, das war eigentlich nicht so, dass ich in den Keller gefallen bin. Nee, ganz und gar nicht. Als ich jetzt das letzte Mal bei euch war und mit Rico und dir arbeiten durfte, waren wir ja dann ja auch anschließend auf einer Party mit Aljona und ich habe gemerkt, dass ihr auch, euch auch wirklich freundschaftlich noch sehr gut versteht, oder? Wie ist das jetzt, die Situation? Jetzt hat sie auch vorhin angerufen, das heißt, ihr seid Freunde geworden. Ja. Können Trainer und Sportler Freunde werden. Wir waren vorher auch schon Freunde. Wir hatten wirklich ein sehr inniges Verhältnis. Das ist von großem Vertrauen. Und von, ja, ich möchte fast sagen, Freundschaft geprägt war. Und wir einander das auch sehr geachtet haben. Ja. Also für mich war das eher fremd. So etwas, nicht ganz. Ich hatte das auch schon mit anderen Sportlern leben dürfen. Natürlich nicht auf diesem Niveau. Muss ich mal sagen, schon mal mit Benny verbindet mich auch noch eine große Freundschaft heutzutage. Und mit Ulf ja auch noch. Muss ich sagen, Rico war ja auch mal ein Schüler, wenn auch nur kurz, und wir sind auch Freunde. Also vielleicht liegt es ein bisschen an meiner Kumpelhaftigkeit als Trainer, dass man eben über den Zeitpunkt des Trainer-Sportler-Verhältnisses auch mit mir noch gern zusammen sein will. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das schon eine einzigartige Beziehung und wir sind nach wie vor auf dem gleichen Niveau. Die Aljona fragt mich gerne, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, stehe ich nach wie vor an ihrer Seite. Rico, wie ist es bei dir? Ja, also, weil der Alex das ja vor uns gerade angesprochen hat, ich muss auch sagen, also für mich zum Beispiel ist Alex eher so wie eine Art Mentor, das war er auch schon damals, als er noch mein Trainer war. Weil, also es gibt ja verschiedene Trainertypen und Alex halt so eher der so ein bisschen den Horizont weitet. Und das tut verdammt gut. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Ja. Rico. Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Alles Gute. Danke euch. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.